Hallo und herzlich willkommen hier beim ITS 2. Wir fahren heute eine Tour von Frankfurt, da stehen wir gerade bei der Autobahnauffahrt, nach Leoben in Österreich. Ist ja eine neue Stadt, die auf der ProMods jetzt mit der 2.65 mit dazugekommen ist. Macht's euch bequem, wir fahren los und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Viel Spaß! Ja, der neue MAN ist da. Wir sind hier schon auf der Southeast Asia gefahren. Die Karte war nicht so toll, der MAN ist toll. Wir fahren sehr gerne. Also der macht richtig Spaß. Ja, ich weiß, viele von euch sind eingefleischt auf irgendeine Marke, beziehungsweise ihren Liebling. Ich meine, den habe ich auch mit dem Mercedes Actros. Aber jetzt mal was anderes zu fahren, das ist schon, das kann man mal machen. Unsere Miezekatze ist auch wieder mit dabei, die hat auf dem Armaturenbrett Platz genommen. Geht leider noch nicht auf dem Beifahrersitz. Aber auf dem Armaturenbrett findet sie Platz. Oh, den haben wir mitgenommen. Das sind immer diese Außenkamerafahrten. Die Außenaufnahmen, die bringen immer den Schaden am LKW. Vielleicht sollte ich ein bisschen weniger in der Außenkameraperspektive fahren. Halten Sie sich links. Den rechten Außenspiegel oben einblenden. Bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Ihr habt es gerade gemerkt, ich habe mal eingeschaltet, aber habe dann wirklich noch nach rechts geguckt, um in den Außenspiegel zu schauen. Halten Sie sich links. Ist doch angenehm fahren, auch mal aus einer anderen Perspektive, oder? Ja, da ist die Katze auch ganz entspannt.
Ja, ich bin auch wieder gefragt worden, ob ich demnächst auch wieder eine neue Map-Combo-Zusammenstellung bringe, weil es sind ja doch wieder einige Maps neu rausgekommen. Ja, das werde ich tun. Und ich warte aber noch ein bisschen ab. Ich sammle noch ein bisschen die nächsten ein, vielleicht auch zwei Wochen. Und bringe euch dann ein aktuelles mit Video mit einer ganz großen Karte. Und da freue ich mich schon drauf. Denn ich achte halt auch drauf, dass nur Karten, die es auch verdient haben, in so einer schönen Map-Kombo drin zu sein, dann auch drin sind. Denn wie wir ja im letzten Video gesehen haben, diese Southeast Asia, das war einfach nichts. Und da fährt man eh nicht hin. Wenn man weiß, dass es da nicht toll aussieht. Hier, Promots, das sieht natürlich klasse aus. Das weiß jeder eigentlich, der hier schon öfters mal zugeschaut hat. Aber solche Karten, wie man da gestern in dem Video gesehen haben, das hat eigentlich keinen Sinn, die mit aufzunehmen, nur dass man ein paar Mods drin hat. So, wir fahren heute nicht über München. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Also wir halten uns, wenn wir von Norden kommen, ein bisschen weiter links daher. Sprich, wir müssen in die Nähe. Was ist da drüben? Passau nicht ganz. Rauskommen. Mal gucken, ob wir irgendwelche Schilder sehen, die sie uns verraten. Hier auch schön. Züge, Trams, alles am Start. Jetzt guckt man nur hier, oder kommt gerade einer? Ja, auch die Entfernung ist hier natürlich, das, die rote Markierung wirklich nicht zu sehen. Also nicht gut zu sehen, man sieht sie schon. Muss aber dann wirklich genau auf den Spiegel achten. Da liegt halt auch die Konzentration wirklich nicht auf dem, nicht auf der roten Umrandung, sondern eher dann wirklich, was im Spiegel ist oder ob was ist. Ich denke mal, das ist aber natürlich in einem echten LKW, der diesen Warnhinweis da gibt, wird das anders da aussehen. Man hat doch eine andere Perspektive hier am virtuellen Cockpit als, denke ich mal, wirklich am, wenn man hinterm Steuersitz hier von so einem LKW. Die Schilder München Stuttgart. Soll ich natürlich abbiegen jetzt, genau, weil wir wollten ja nicht über München, habe ich ja gerade erzählt. Ja, aber bis nach Dresden müssen wir auch nicht runter, wenn wir nach Österreich wollen.
Da geht's Richtung Linz. Tschechische Grenze, Linz. Ich sag mal, zwischen tschechischer Grenze und München. Auf diesem Korridor, da kommen wir durch. Und fahren nach Österreich rüber. Ihr seht, selbst mit diesem Profil, Promods-Profil, bin ich die Strecke noch gar nicht gefahren. Ob es die überhaupt in der SCS-Version gibt, bin ich gerade überfragt. Gehen wir doch lieber mal in die Eisen, bevor wir dem hinten drauf fahren. Das wäre nämlich so eine Art Unfall gewesen, die wir schon so oft hier erlebt haben. Das KI-Auto fährt in die Seite rein. Gut, ich kann auch abbremsen, natürlich. Hier vorne wird auch gerade gebremst. Okay, einspurig. Die Route wird neu berechnet. Hätte ich hier runterfahren müssen? Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen durch den Unfall. War so drauf fokussiert. Also wir haben noch fast 2000 Kilometer Reichweite, wie man im Tacho erkennt. Es ist 16.12 Uhr, 21 Grad. Ist wirklich schön animiert, ist das Cockpit. Ich kann es ja auch mal durchschalten, was man dann noch so alles findet. Tageskilometerzähler. Öldruck. Nochmal die Lenkzeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit. Wasser- und Öltemperatur. Ja, und wieder die Reichweite. Das Cockpit erinnert mich ein bisschen an das von meinem Fahrzeug. So ein bisschen VW-Style, muss man dazu sagen. Aber gut. Oh, Licht könnten wir mal anmachen. Es ist zwar noch nicht so, dass man das Licht braucht, aber sehen und gesehen werden.
Die Katze macht ein Nickerchen. Ist wirklich hübsch animiert, also ist... Wie sagt man so schön auf Neudeutsch? Feier ich. Na, freue ich mich einfach drüber, dass es sowas gibt, ja, und... Ja, kommt laufend neuer Content hier für den ETS 2. Ich habe jetzt in meinem Singleplayer-Profil 264 Mods. Und ich habe keine Probleme. Gut, es sind natürlich auch ein paar Mods mit drin. Die kann man sich reinmachen. Ob man sie braucht, weiß ich nicht. Das wären dann Lackierungen etc. Oder halt eine große Auswahl an Trucks oder auch LKW-Auflieger. Man kann eh nur mit einem fahren, aber man hat es ja im großen Profil dabei und wenn man Spaß dran hat, mal zu wechseln, macht man es. Rasthof Sulzbach. Eine Aral-Tankstelle. Sind ja auch neu umgesetzt worden. Die Tankstellen von ProMod sind überarbeitet worden. Ich glaube auch andere Gebäude und so weiter, wenn ich mich nicht täusche. So was mir auf den ersten Blick auffällt. Es gibt mit Sicherheit einige von euch, die schrubben mehr Kilometer im ETS 2 als ich. Denn ich bin ja die Hälfte noch am Basteln mit den Mods. Ja, da fährt man mal kurze Streckenabschnitte. Aber so richtig zum Fahren kommt man da auch nicht. Und dann prägt man sich halt solche Tankstellen weniger ein als jemand, der wirklich hier, wenn er 5 Stunden ETS spielt, auch 5 Stunden mit Fahren beschäftigt ist, ja. Willkommen in Oberösterreich. Servus, Kreuzi und Hallo. Wenn wir jetzt noch schön das Radio anmachen können mit der Humtada Blasmusik. So auf einen schönen Österreich-Urlaub hätte ich auch wieder Lust. Wenn ich mir das so recht überlege. So, noch weniger wie 200 Kilometer. Was ich euch vielleicht noch mal fragen möchte, wenn es jemand weiß, eure Frontkamera. Ich habe da ausgewählt als Kamera, man sieht es, kein Spiegel hier oben, vorne, ich meine nicht den Seitenspiegel, sondern vorne, oben an der Windschutzscheibe, kein Seitenspiegel und ich habe die Kamera ausgewählt. Normalerweise kenne ich so, dass da rechts vom Navi ist ja der MAN-Löwe, dass da eigentlich die Kamera für die Frontkamera drin ist. Geht bei mir aber nicht. Könnt ihr mal reinschreiben, wenn ihr mal den MAN testet von SCS, ob die bei euch funktioniert. Das würde mich mal interessieren. Bitte mal gerne in die Kommentare,
wirklich dankbar dafür. Soll man ankommen? Um 9 Uhr abends. Aber wenn wir Glück haben, ist es noch hell. Gehen wir nochmal in der Wirtschaft und holen wir uns unser Abendessen nachher noch. Bosrock-Tunnel. Ich denke mal, wer den Bosrock-Tunnel kennt, der wird auch eher wissen als ich, wo wir gerade sind. Komme ich halt doch nicht allzu oft her. Schauen. Restzeit hätten wir noch 3 Stunden 54. In der Steiermark sind wir. Also merkt euch, Bosrock-Tunnel kurz vor der Steiermark. Wenn ihr aus Richtung Norden nach Österreich reinfahrt. So, hier ist gesperrt. Nehmen wir mal hier die LKW-Spur. Jawohl, die Maut bezahlt. Deswegen hängt ja das Gerät hier vorne bei unserer Miezekatze. Ich glaube, das ist nämlich der elektronische für die Maut. Die elektronisch abzurechnen, ist dieses Gerät in der Windschutzscheibe. Ein 1% Schaden haben wir. Ich glaube, den haben wir schon mitgebracht, den 1% Schaden. Stunde. Sie rechts und dann nehmen Sie die Ausfahrt auf der rechten Straßenseite. Nach St. Michael. Nehmen Sie die Ausfahrt auf der rechten Straßenseite. Wie in Klagenfurt ist noch ausgeschildert. Sanft gleiten wir dahin. Rechts. Die Route wird neu berechnet.
Wisst ihr was? Bin falsch abgebogen. Da muss ich jetzt doch mal. Halten Sie sich rechts. Dann meinte meine Alexa dieses rechts hier. Schnell machen. Die Route wird neu berechnet. Und nur sind 46 Kilometer. Entschuldigt, aber das Video soll nicht allzu lang werden. Aber das kommt halt auch davon, wenn man diese immersiven Symbole, sprich statt den grünen Pfeilen die Kanaldeckel hat, wo man ablädt, sind auch die X'e, die Kreuze, glaube ich, weg. Ich habe aber noch mal einen zusätzlichen Mod drauf, der das auch noch mal macht, weil es ist von Land zu Land, von Karte zu Karte unterschiedlich, ob sie weg sind oder nicht, meine ich. Und mit diesem No-Barrier-Mod sind sie auf jeden Fall weg. Allerdings viel, viel leichter zu verfahren. Also wären da jetzt die X'e gewesen, hätte ich es natürlich gesehen. Wahrscheinlich. Und wäre da jetzt nicht reingefahren. Aber von der Ansicht her ist es halt schöner. Man hat diese X'e nicht, denn irgendwie stören sie immer nur im Bild. Aber das ist meine persönliche Meinung. Dann nehmen Sie die Ausfahrt auf der rechten Straßenseite. So, Leoben. Nehmen Sie die Ausfahrt auf der rechten Straßenseite. Wir kommen. Schauen wir mal, ob jetzt etwas neblig schon wird. Ah, es geht noch. Nehmen Sie am Kreisverkehr die erste Ausfahrt. Nehmen Sie jetzt die Ausfahrt. Und Holz- und Rindertransporte? Rindentransporte, ich wollte gerade sagen. Rindertransporte kriegt man hier nicht los. So, dann müssen die Tapeten hierhin also. Schönes Holzwerk hier. So, in welche Richtung parken? Probieren wir es erstmal in der Richtung, wo wir hier reinfahren. So wird es nichts. Ja.
So, wir machen es noch mal ganz anders ab. Ja, ich gehe davon aus, wir müssen andersrum hier reinfahren. Wir fahren jetzt mit Warnblinker mal eine Runde. Wahrscheinlich sind wir dann immer noch nicht gedreht. Ja, ja, ich weiß. Das hatten wir alles schon besser. Das ist der pure Wahnsinn. Machen wir doch ein langes Video draus. Die haben die Hütchenchip hingestellt. Sag's euch, wie es ist. Aber wir sind angekommen, ausgezeichnet und kaum Fehler auf der Fahrt gemacht. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Wendet.